Dünencamping ist wildromantisch. Zwischen lila blühender Heide und Strandhafer sein Zelt aufzuschlagen oder aus dem Trailer auszusteigen und sich den Seewind um die Ohren pfeifen zu lassen, ist etwas Besonderes. Aber auch nur dann, wenn wir mit dem Wohnmobil dort stehen dürfen und der Weg zum Strand nicht 3 Kilometer wäre. So machen wir uns mit den Fahrrädern in den 6 Kilometer entfernten Badeort Petten auf. Der Ort liegt direkt am Meer. Im Mittelalter lag der Ort weiter westlich und wurde von der Sturmflut vernichtet. Und auch im Zweiten Weltkrieg wurde der Ort vernichtet, aber von deutschen Truppen. Eigentlich würde man annehmen, dass wir mit entsprechenden Ressentiments empfangen würden. Aber die Menschen hier sind sehr zuvorkommend und freundlich. Nach einer kurzen Fahrt durch den überschaubaren Ort genießen wir von der Panoramadüne aus den Blick über den Küstenstreifen. Dazu müssen wir allerdings erstmal die 26 Meter hohe Aussichtsdüne erklimmen. Von hier oben haben wir tatsächlich einen unvergleichbaren, schönen Blick in alle Richtungen. Am Fuße der Düne ist die sogenannte Wall of Shame. Aus allerlei angeschwemmtem Strandgut wurden hier skurrile Figuren hergestellt und ausgestellt. Am nächsten Tag geht es in die 16 Kilometer entfernte Ortschaft Schorl. Autobahnähnlich fahren wir auf einem geteerten Radweg auf der Düne. Wir wundern uns, dass hier 2 Dünenketten hintereinander liegen. Im Rahmen einer Risikobewertung wurde Anfang der 2000er Jahre festgestellt, dass die bisherige Düne einer Jahrhundertsturmflut nicht standhalten würde. Als Maßnahme wurde eine über 6 Kilometer lange zweite Düne durch Sandaufspülung vorgelagert und so auch der Sandstrand verbreitert. Am Ende dieser Autobahn geht diese künstliche Düne in eine landeinwärts führende natürliche Düne von Schorl über. Ganz andere Vegetation hier. Diese Dünenlandschaft hat eine ganz andere Vegetation. Hier wachsen neben großen Heidefeldern unter anderem Birken oder Kiefern und in einer Sumpflandschaft auch Blaubeeren. Die Dünen selbst sind mit 55 Meter Höhe die höchsten von Holland. Das ist ja mal wirklich süß gemacht. Im freundlichen Ort Gröd steht auf einer Warf die weiße Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Um die Kirche herum findet man einen einzigartigen Kirchanger mit dem kleinsten ehemaligen Rathaus der Niederlande, datiert aus dem 17. Jahrhundert. Entlang des Radweges sehen wir links und rechts viele Ferienhäuser, mal alt und hergerichtet, mal neu und exzentrisch.
Und dann kommen wir an das Ziel unserer heutigen Radtour nach Schorl. Schon am Eingang der Fußgängerzone sehen wir, dass es sich hierbei um einen sehr touristischen, aber gemütlichen Ort handelt. Hier gibt es alles, was das touristische Herz begehrt, aber vor allen Dingen einen gut sortierten Käseladen. Dann haben wir hier Box von Clay, das ist auch noch Box von Clay, das ist so der Pesto. Zwiebel, Paprika, grüne Pesto, das ist noch Chili, Sambal. Okay. Hallo. Ich glaube, da nehme ich ein. Ja, Natur? Ja, ein Natur. Für alle Fans von Softeis, hier gibt es das beste Softeis, das wir je gegessen haben. Riesig und cremig. Eine Oase für Kinder scheint die Sanddüne von Schorl zu sein. Sie hat den Charakter einer Skipiste und die Kinder machen sich den Spaß daraus, hier herunter zu rutschen. Und dann geht es gegen den starken Wind wieder zurück zu unserem Wohnmobil. Diesmal fahren wir jedoch durch das Marschland hinter den Sanddünen. Vorbei geht es an einigen Weiden und Bauernhöfen und sogar Windmühlen liegen am Wegesrand. Insgesamt waren dies zwei wunderschöne Fahrradtouren entlang der Küste von Nordholland.